Sarah macht's wird dir präsentiert von Steady mit dem legendären Herdöpfelfleisch und Salatgewürz, erhältlich in deinem guten Dorfladen. Und Ottos, über 100 Mal in der Schweiz. Ottos.ch. Kann ich die reservieren für mich? Wow! Ich weiß nicht, was das. Muss man dekorieren oder kann man auch so lang? Hallo zusammen, schön sind ihr mit dabei. Ich persönlich finde ja, ein Adventskranz gehört in der Weihnachtszeit einfach dazu. Oder? Schon gleich ist es ja soweit und wir dürfen das erste Kerzchen anzünden. Und besonders hell leuchtet das natürlich, wenn man den Adventskranz gerade selber macht. Hallo zusammen, mein Name ist Thomas Spiess von der Clubschule Migro und die Aufgabe von Sarah ist es heute bei mir, in einem Kurs in Zürich einen Adventskranz zu machen. Ja, Sarah, ich würde dir heute zeigen, wie wir einen Adventskranz selber machen. Okay, es würden nachher noch weitere Teilnehmer kommen. Gut. Und wir würden als erstes mal den Workshop vorbereiten. Und dazu gehört, dass wir das Material auf den Tisch parat legen für die Leute, die nachher kommen. Das ist alles Material, das wir brauchen? Genau, jawohl. Es kommt relativ viel zusammen. Ja, extrem. Aber da sehe ich schon, mit was wir heute so arbeiten werden, oder? Ich würde sagen, wir deponieren doch gerade mal alles hier, damit die Leute nachher hier holen können. Okay. Und ich mache es immer so, dass ich so die technischen Sachen eher im hinteren Teil tue und vorne eher so Dekomaterial, dass die Leute reinkommen, dass sie nachher zuerst Deko sehen und nicht eigentlich das rohe technisch. Das ist technisch. Genau. Gut, dann kommt das hier ein bisschen dahinter. Das ist auch technisch. Da kann man gut die vorne lassen, denke ich. Das ist Deko. Das sind so Flechtennest, genau. Okay. Oh, die brechen mir gerade. Das sind ganz feine, ja. Muss! Brauchen wir für den Kranz. Ah ja. Genau, jawohl. Cool. Habe ich noch nie gemacht. Das ist technisch, oder? So viel Muss. Wo hast du das geholt? Hey? Das ist alles heute Morgen frisch vom Blumen. Bist du im Wald? Das vom Blumen ich auch. Das kann man so kaufen. Genau. Ja. Ah, okay. Das ist Deko. Voilà, genau. Oh, da kannst du noch sprayen. Wir sind kreative Leute, ja. Ich brauche den, hey. Den behalte ich gerade bei mir. Ui! Und die würde ich auch vielleicht eher im vorderen Teil behalten. Eher im vorderen Teil behalten? Oh Gott, ich weiss jetzt schon nicht, welche Farbe sie sollen. Nein, ich weiss nicht. Ich nehme gern. Kann ich die reservieren für mich? Dann hätten wir ganz viel Grün. Vielleicht auch eher so ein bisschen im vorderen Teil. Das tue ich hier so in die Mitte. Das macht unseren Adventskranz ein bisschen spezieller. Wir arbeiten zwar schon vorwiegend klassisch, aber mit so ein paar Highlights drin. Okay. Genau. Dann möchte ich dir noch schnell etwas anderes zeigen. Ja. Dann zeig. Hast du die gemacht? Die sind von mir, ja, genau. Oh, shit! Ich habe noch nie so Adventskränze gesehen. Was ist das? Das ist Wolle. Das ist so vor allem der Stil von diesem Jahr, wo man eigentlich so ein reduziert schafft, eher puristisch, wo man ein wegkommt vom Koniferengrün. Okay. Dann kann so etwas so aussehen. Das wird nicht mehr gewickelt, sondern gesteckt. Das ist auch ein bisschen moderne Bewegung. Also es muss nicht per se vier Kerzen haben, es kann auch eine haben, es kann auch 20 haben. Okay. Und bei dem ist es so, dass er 8 hat. Und da würde ich jetzt vorschlagen, dass man vielleicht an jedem Advent einfach 2 hat. Aha, genau. Das sind Walnüsse und damit sie so ein bisschen das winterliche Flair bekommen, habe ich sie einfach so ein bisschen eingefärbt. Wie hast du die eingefärbt? Das wird geschwungen eigentlich in einem Kacheli mit ein bisschen Lack. Das ist mega aufwendig. Hey. Ja, es geht eigentlich relativ schnell. Wieso hast du die Kerzen so drin und nicht gerade hier auf den Kranz? Da? Weil wenn die Kerzen jetzt hier auf dem Kranz wären, würden die mir fast so die Form ein bisschen unruhig machen. Und darum sind die Kerzen in der Mitte. Wieso hast du jetzt keine Baumnüsse dort dann parat gemacht? Weil ich mich gerade verliebt in den. Hello. Is it me you're looking for? Das ist jetzt aber schon eher ein Klassiker, genau. Oder? Also es ist ein bisschen eine Mischung zwischen modern und klassisch. Und das wäre auch der Kranz, den wir heute machen. So etwa in diesem Stil. Also es gibt dann je nach Teilnehmer ein bisschen andere Richtung. Wir schauen, dass jeder so etwas anderes machen kann. Was für Adventskränze sind denn das Jahr im Trend? Also es sind vor allem Mischtechniken. Man tut nicht mehr wie früher rein traditionell, dass man nur wickelt, sondern man geht wirklich aufkleben, aufstecken und versucht, da ganz verschiedene Sachen miteinander zu kombinieren. Von der Farbe her sind wir jetzt dieses Jahr so sehr bei der Erdfarbe plus Violett.
Letztes Jahr waren wir vor allem in der Erdfarbe und das Mal setzt man wieder so ein bisschen Akzente. Kerze ist natürlich etwas sehr Wichtiges. Und man kommt manchmal ein bisschen davon weg, dass man nur noch grün nimmt. Man arbeitet sehr gerne puristisch, tut das ein bisschen reduzieren. Das muss aber nicht sein. Gibt es da Adventskränze, die dir nicht so gefallen? Ich würde mal sagen, sobald man anfängt, Figuren einzusetzen, das ist nicht so ganz mein Stil. Ich wäre jetzt auch leicht allergisch auf Engel und Rentiere im Adventskranz. Für dich jetzt persönlich, was ist das Schönste daran, einen Adventskranz selber zu machen? Man tut sich einfach ein bisschen mehr identifizieren mit dem Kranz und auch mit den Materialien, die man braucht. Es gibt Leute, die verwenden viel lieber Koniferengrün, wo er einfach grün muss sein. Es gibt Leute, die arbeiten eher reduziert, vielleicht eher goldig oder eher kitschig. Und das Schöne ist eigentlich, wenn man das selber macht, dass man das selber bestimmen kann. Warum wollen die Leute gerne ihren Adventskranz selber machen und kommen darum zu dir in Kurs? Etwas selber zu machen, das ist etwas, das je länger je mehr wieder in den Trend kommt. Ich finde, man kann auch stolz sein, wenn man gegenüber Kolleginnen oder Kollegen kann sagen, den Kranz habe ich selber gemacht. Das ist nicht nur in der Floristik so, das betrifft ganz viele Bereiche, wo man eigentlich selber wieder versucht, etwas umzusetzen. Jetzt aber gerade so einen Adventskranz, denke ich, könnte man jetzt rein theoretisch einfach mal daheim probieren zu machen, oder? Warum denn einen Kurs? Ich glaube schon, dass wir Floristen, die auf dem Fach sind, ein und andere Tipps bereit haben, damit das Arbeiten ein bisschen mehr Freude macht, wenn man am Schluss nicht genervt ist. Und dass es auch ein bisschen professioneller aussieht. Wie lange hält denn so ein Adventskranz und wie tut man den am besten pflegen? Es kommt ein bisschen auf die Technik drauf an, ob man jetzt mit einem Strohkranz schafft oder mit einem Oasisring. Bei einem Strohkranz würde ich sagen, hält er 2 bis 4 Wochen. Bei einem Ring hält er ein bisschen länger. Und dort ist vor allem wichtig, dass er kühl gelagert ist. Also man sollte sicher nicht die ganze Adventszeit in der Wohnung haben. Okay, sondern immer mal wieder rausnehmen, genau, auf den Balkon. Ja, unbedingt sogar. Und man kann auch, je nachdem, was man für Deko verwendet, kann man auch gut mit Wasser immer wieder ein bisschen anspritzen, damit das einfach das Grün, dass das frisch bleibt. Ja. Weil sonst ist die Brandgefahr natürlich absolut da. Wie würde eigentlich dein Traum-Adventskranz aussehen? Ich würde sagen, ich würde am liebsten mal so ein einen riesen Adventskranz machen, so mit 3 Meter Umfang oder Durchmesser. Und dann irgendwie in Zürich im Grossmünster an die Decke aufladen. Ja, das wäre natürlich cool. Da kann dir vielleicht der Wunsch abhelfen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Ich wünsche mir vor allem jetzt für die Adventszeit, dass alle Leute, die bei der Clubschule Migros einen Adventskranzkurs machen, wirklich zufrieden heimgehen, etwas Schönes mitnehmen können und sich ab dem freuen können. Sehr schön. Die Fragen sind noch nicht ganz am Ende, denn jetzt kommen eure Fragen. Woher kommen eigentlich die Adventskränze und ihre Tradition? Das ist eine Entwicklung aus dem 18. Jahrhundert. Und zwar ist dort in einem Waisenhaus auf einem Wagenrad sind mal 23 Kerzen befestigt worden, um eigentlich den Kindern Vorfreude ein bisschen näher zu bringen auf Weihnachten. Und dann hat sich das nachher zuerst kirchlich und zuletzt dann in unserem Haushalt weiterentwickelt. Was für verschiedene Techniken lernt man im Kurs? Das kommt ein bisschen darauf an, auf welche Thematik dass der Kurs sein Schwergewicht legt. Es gibt unzählige Techniken von Binden über Stecken, über Kleben, über Winden. Das sind diverse Möglichkeiten. Was ist die grösste Herausforderung am Selbermachen eines Adventskranz? Ja, das klingt lustig. Das Schwierigste ist eigentlich, dass die Form wirklich rund ist und man in der Mitte das Loch ausspart. Ja, aber das Loch entsteht dann eigentlich automatisch, nicht? Nein, häufig ist das nicht immer ganz so. Nein, ich habe schon gemeint, ich muss mich nur mit der Deko befassen. Jetzt muss ich auch noch schauen, dass es rund wird und dass es... Oh Gott. Ich würde euch zeigen, wie man es macht und beschreiben. Aha. Und ihr macht es einfach nach. Aber du hilfst schon auch, natürlich. Oder? Natürlich. Oh, sehr gut. Gut, dann würden wir starten. Das ist dein Platz, Sarah. Das ist mein Platz, ja. Aber jetzt sind wir ja hier nur so eine Frauengruppe, oder? Ja, hast du einen Mann dabei? Ja, hier die Praktikanten, der Raffi, der kann mitmachen. Oder? Das ist doch gut. Schau, jetzt gibst du das einfach alles ab, hier, der Redaktion. Und du gehst dort hinten und tust dich dort bei der Frauengruppe unterordnen. Das war eine super Idee mit dem Praktikanten. Wohl platziert in der Mitte. Sehr schön. Wir würden anfangen. Und zwar darf jede und jeder von Ihnen einen Strohkranz holen. Und wir würden in meinem ersten Schritt einmal das Moos an dem Strohkranz anwickeln. Und jetzt kann ich das einfach mal so auspacken? Einfach reissen, genau. Jetzt haben wir die Moosplatten.
was habt ihr? Jetzt könnt ihr den Draht mal am Kranz anmachen und einfach einmal abdrehen oben. Wie anmachen? Ganz einmal rundherum. Genau. So. Und jetzt kannst du es oben fest zusammenziehen und einmal verdrehen. Also du musst eine Zeitung binden. So. Genau, ja, weil so das erhebt. Und jetzt ist das Ziel, dass ihr die Moosplatte einfach auf den Kranz drauf legt und dann mit dem Wickeldraht, wie er schon heisst, das rundherum wickelt, bis es eine schöne Form gibt. Aber dann nimmst du so ein Riesenteil? Genau, jawohl. Ach so. Kommt gut. Ja, kommt gut. Schaust, dass du da den Strauch ganz abdeckst. Da kannst du auch so kleine Teile einsetzen. Ah, da kann ich auch noch ein Fötzchen rausnehmen. Genau. Es darf keine Löcher haben. Er hat mich jetzt gerade vorher korrigiert. Ich hatte ein Loch drin. Innen auch nicht. Es darf einfach nie eine Löcher haben, hat er gesagt. Praktikant Raffi, geht's? Ja, ich habe schon meine Mühe erst. Wenn du jetzt fertig bist, kannst du einfach alles nochmal abwickeln, dass es so schön kompakt ist. Dass es kompakter wird. Und dann schauen, dass es hier wieder unten, dass all die Löcher gerade so mit einzelnen Teilen kannst füllen kannst. Genau, ja. Dann können wir. Und das müsst ihr ein bisschen oben ab. Einfach, dass es richtig gut hebt, genau. Du schaust, dass du genug anziehst, dass man die nachher fast nicht mehr sieht. Je mehr du ziehst, umso mehr verschwindet es. Und siehst, hier habe ich so eine kahle Stelle. Und das darfst du eben nicht haben. Da. Also, du musst eben das Teil heben. Und gleichzeitig musst du mit dem. Und eigentlich braucht jetzt eine dritte Hand. Also, du bist ein riesen Hilfskameramann, möchte ich einfach an dieser Stelle sagen. Tada. Jetzt geht es mit der Äste weiter, mit dem Kranz. Ah, ja, genau. Genau. Die kannst du hier durchschneiden. Du kannst vielleicht mal zwei mitnehmen und mal zwei bei euch auf den Tisch legen. Braucht ihr noch Moos? Dann nehme ich das wieder weg, ist gut. Dann hat es den nächsten Bund, den kannst du auch aufschneiden. Und dann haben wir noch einen hier. Ah, ja. Den kannst du auch gleich noch aufschneiden. Es sind verschiedene, oder? Genau, jawohl. Hier jetzt mit Nüssli. Seht ihr hier? Also, jetzt würden wir euch dann gerade die Agraffen verteilen. Das sind die. Und jetzt wäre eigentlich das Ziel, dass ihr als erstes mit dieser Schere die ganzen Ästchen so kurz schneidet, dass ihr etwa so diese Länge habt. Und dann werden die am besten als Büscheli mit den Agraffen dann im Kranz befestigen. So. Und ich würde immer ein paar zusammennehmen. Das ist ein paar Tannenast, einer von den Zypressen und einer von den Nordmantanen. Dass du drei zusammennimmst und die so in auf ein so ein genau, Ding? Ja, ach so. Tom, ich komme da nicht raus. Ich bin gerade bei dir, Sarah. Schau, bei denen habe ich echt Schwierigkeiten. Ich will ja die will ich sehen, oder? Ja. Ich weiss einfach nicht, wie ich das schneiden muss. Oder? Das ist ja ein Riesenteil. Das kannst du gar nicht hinmachen. Schau, dann kannst du gleich da unten ein bisschen Platz geben hier für die Agraffen. So, hä? Dann schneidest du es dort ab. Braucht ein bisschen Kraft. Aber hier tu nicht am richtigen Stamm oder tu nicht ich das hier? Die kleinen. Nur die kleinen genau, jetzt hier. Das lange okay. Grad, ja. Ja, du hast das gecheckt. Das ist gut. Ich noch nicht so, aber ich mache einfach. Ich mache einfach. Ah, du hast es schon mal gemacht, so einen Kurs? Ja, aber ich habe. Und das ist nicht besser gegangen. Also von hinten so schneiden, dass du es nachher so nicht siehst, oder? Wenn es dann so ist, siehst du es dann nicht, dass es geschnitten ist. Oder irgendwie so. So. Und dann nimmst du noch eins so. Oder nicht? Ja, weißt, ich weiß gar nicht was. Gut, bist du da? Kommt's gut. Nein, wir sind eben nicht ja, ganz sicher. Wir sind jetzt mal am Anfang. Ja. Aber, so, oder? Super. Und jetzt tust du es hier oder tust du es so weit ich hinten wie möglich? Da, etwa da. Dass es mag heben. So. Genau, jawohl. Und das ist ein gutes Büscheli. Das ist wunderbar. Sehr gut. Schön. Und so hier rein. Genau. Das muss ja nicht gleich richtig sein. Super. Und einfach schauen, dass es ganz unten startet. Jetzt bist du da ändern in der Mitte. Aha, ich hätte müssen unten starten. Genau, oh, jetzt muss ich das wieder rausknübeln. Sonst ist es schwierig, zu so. Wieder ansetzen. Also so? Genau, reindrücken mit der Kraft. Und so. Wenn es hier absteht? Das ist gleich. Ah, das ist gleich. Und wo tust du jetzt den zweiten hin? Oben? Du jetzt etwa da hin, dass du hier die Agraffen verdeckst. Aber ich muss nicht immer die drei nehmen, ich kann einfach nur eins, du oder? Du kannst machen, wie du willst. Also ich würde nicht nur eins, weil sonst wirst du fast nie fertig. Aha. Ich würde schon immer drei zusammennehmen. Aber wie genau, dass du das machst, kommt nicht darauf an. Was einmal ein bisschen mehr von dem. Oh! Genau. Ich will das. Was man könntest machen, ist von dem ich will das.
Kannst du einfach mal ein paar abschneiden. Da, da unten, so? Genau. So. Dann kannst du die genau gleich wie das Tannengrün einfach ab und zu so ein Eis reinbinden. Weil das trocknet nachher sehr schön ein. Und das macht es ein bisschen spezieller. Ja, und so ein bisschen mit Weiss, ein bisschen Schnee. Genau. Und dann würdest du einfach zwei Reihen machen. Einmal da unten, einmal da oben, dass du so etwa in die Mitte kommst. Also nicht den ganzen Kranz, sondern einfach so etwa in die Mitte. Ich probiere es. Also jetzt muss ich so ja, das, ist super. Das verdecken. Oder? Also jetzt so etwa. Genau, so dass du die Agraffe abdeckst. Darfst du noch ein bisschen näher? Noch ein bisschen näher. Super, genau. So. Ja, shit, da musst du ja recht rein drücken. Ui. Das ist Frau Power gemacht, Sarah. Das war nicht mein Finger, der geknackt hat. Du musst, Sarah, da hat es einen speziell für dich. Yes, ich brauche nämlich jetzt gerade ein Nüsschen, das ist sehr gut. Die, die fertig sind, dürften mal die ersten, die wir nicht gebraucht haben, da wieder auf die Mitte des Tisches tun und mal ihre Tische anfangen zu putzen. Ich glaube, ich bin fertig. Schön, oder? Gut, als nächsten Schritt hättet ihr hier in der Mitte des Tisches die Dornen, die für die Kerzen sind. Und zwar ist das ein Kerzenteller und der schaut eigentlich dazu, dass die Kerze nicht direkt in Kontakt kommt mit dem Grün, weil wir einfach so die Brandgefahr ein bisschen verringern. Da dürft ihr vier holen, beziehungsweise in einem Päckchen sind gerade vier. Und die haben unten einen Dorn dran und dann kann man die nachher direkt in den Strohkranz reinstecken. Du schaust auf alle Dinge ab. Dann dürfen ihr alle zu mir in die Mitte da zum Dekotisch. Muss man dekorieren oder kann man auch so lang? Ich würde euch vorschlagen, dass ihr euch zuerst mal überlegt, in welche Farbrichtung ihr möchtet ihr gehen. Man kann auch kunterbunt, aber für gewöhnlich sieht es schön aus, wenn man sich so ein bisschen für eine Farbe entscheidet. Gell, Sarah? Ich würde vorschlagen, dass ihr nachher euch zuerst mal so überlegen, in welche Richtung soll es gehen. Schaut da so durch, was es hat. Es hat relativ viel Material da. Und ich würde in dieser Zeit Heißlimpistolen einstecken. Was? Du hilfst mir nicht einmal? Ich helfe dir nachher, wenn es so weit ist, wenn es ums Kleben geht. And whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. Was passt denn zu den gelben Kerzen? Egal, ist egal. Ich nehme mal die blauen. Also jetzt ist die Frage, oder? Mache ich einen Adventskranz im Motto Schweden? Oder mache ich einen gelb als Akzent und ganz schlicht drumherum alles im Kupfer? Tom! Weißt du, soll ich so einfach alles sehr im Braun halten? Oder soll ich schwedenmässig machen mit gelb, blau und dann ist es voll so der moderne, spacig. Houston, we have a problem. Ich will nicht unbedingt blau nehmen, weil dann hast du so zwei Primärfarben hier miteinander. Ja, das habe ich aber befürchtet. Ich finde es eigentlich noch schön jetzt mit denen, zu gelb, nicht? So ein bisschen geerdet. Ja, eben, das habe ich auch gedacht. Sehr geil. Passend zu mir. Sehr geerdet, genau. Sehr ruhig. Geschmack. Oh, wenn sie dir mehr Geschmack hat, mein bin ich ehrlich. Hey, das wird der beste, schönste Kranz. Ich habe so keinen Plan, was ich mache, dass es einfach wirklich immer traurig ist. Nein, es kommt schön. Gell, es kommt so schön. Sicher. Oh, schön. Ich
Ich komme mit diesen Tanzäpfen komme ich echt nicht schlafen, allein zu tun. So sieht das auch scheiße aus. Wenn ich jetzt hier einen so. Das findest du nicht schön, ja? Aber ich finde das eben grusig. Ich finde, sie sind sowieso für den Kranz relativ gross. Gell? Sie gehen nicht. Also wenn du jetzt dich würdest entscheiden, also? Um die gar nicht reinzunehmen, bin ich nicht. Gell? Ich finde es eben auch nicht. Ich finde es wirklich, ich finde das eben so nicht schön. Also ich tue jetzt nicht zu überladen, jetzt, gell? Das kannst du schon, ja. Nein, ich einfach schauen, dass die grünen Teile da einfach schön bedeckst. Ja, aber das ist einfach sehr schwierig, weil dann müsste ich so viel da rein tun überall. Siehst du da? Könntest du zum Beispiel ein paar Tilapsia-Blätter? Ich zeig dir die. Ah, die passen dann zu meinen Kerzen. Also so rein? Genau. Und dann, wie kommt das so? Genau, und dann kannst du mit den schmalen Angraffen kannst du da unten befestigen. Ja, das finde ich geil. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ich sehe, du bist so langsam im Schlussspurt. Definitiv, du. Der nächste Schritt wäre dann, sobald alle fertig sind, dass wir Kerzen aussuchen und die dann eigentlich als Finish auf den Teller platziert werden. Okay. Also ich mache jetzt den Fall noch ganz fertig. Dann kommen die Kerzen und vorher gibt es für euch etwas zum Grillen. Winterzeit ist Fondue-Zeit. Und darum verlosen wir heute dreimal ein Käsefondue-Set Engadin im Wert von je 170 Franken. Offeriert von Kuhn Rikon. Neben dem schwarz glasierten, induktionstauglichen Gaglon mit Kupferdekor findest du im Set 6 Gäbeli, ein passendes Röschow und einen Pastenbrenner gefüllt mit Brennpasten. Mit dem hochwertigen Gaglon wird jeder Fondue-Plausch bei dir daheim zum Festtagsschmaus. Wenn du uns folgende Frage richtig kannst beantworten. Wie viele Kerzen hat ein traditioneller Adventskranz? Sarah A. 4 Kerzen, Sarah B. 44 Kerzen. Wenn du die Lösung weisst, dann schick sie uns mit Sarah A. für 4 Kerzen oder Sarah B. für 44 Kerzen mit deiner vollständigen Adresse per SMS an Zielnummer 880. Per Telefon kannst du uns die Lösung durchgeben auf 0901 77 1234. Und für die schriftliche Teilnahme schickst du uns eine Postkarte an die eingeblendete Adresse. Zum Glück sind sie noch da. Irgendwie so, hä? Haben Sie es getroffen, Mädels? Ja. Ja, du hast natürlich auch dicke. Also es ist eigentlich jetzt praktisch auch geschafft, aber wenn ich so schaue, muss ich einfach sagen, die gelben Kerzen wirken, wie ich vermutet habe, einfach legendär im Vergleich zu diesen. Jetzt bin ich ja gespannt, was du zu dem Kranz meinst, den ich hier gemacht habe. Zuerst mal allgemein danke vielmals, dass ihr da sind. Es hat wirklich sehr viele tolle Kränze gegeben. Das hat super funktioniert. Und jetzt mal noch etwas genauer zu deinem, Sarah. Ich würde sagen, du hast wirklich auch sehr sauber geschafft. Vor allem der Rand ist wirklich schön gemacht. Mhm. Die Deko ist wohl platziert. Ich finde auch ganz lässig, dass du Blätter noch reingenommen hast. Die Kerzen sind sehr grell, aber ich glaube, das passt zu dir. Das passt voll zu mir, oder? Ja. Sicher. Und was passiert jetzt mit dem? Das ist bei uns üblich, dass man die mit heimnehmen darf. Jeder Kursteilnehmer, der bei uns einen Kurs macht, darf natürlich den Kranz am Schluss dann mit heimnehmen. Sehr cool. Schau, dann habe ich dann gerade etwas noch für dich. Damit du natürlich eine würzige Adventszeit hast, oder? Ich habe jetzt aber sicher vielmals. Eine schöne und eine grelle. It's Christmas time.
Stopp. Ich darf die Kerze an die Fensterglas natürlich noch nicht anzünden. Oder? Da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber wir müssen dafür nicht warten, dass wir uns wieder sehen. Denn ihr könnt mich jederzeit besuchen. Zum Beispiel auf meiner Facebook- oder auf meiner Instagram-Seite. Und in einer Woche gibt es dann eine neue Folge, was wir dann zusammen meistern müssen. Das seht ihr jetzt gerade in der Vorschau. Bis dann, habt eine gute Zeit. Und tschüss. Und in der nächsten Folge macht Zara aus Seitenwänden, Podest und Beleuchtungsbalken einen Messestand, der hoffentlich hält. Zara Macht's ist dir präsentiert worden von Steady mit dem legendären Herdöpfelfleisch und Salatgewürz, erhältlich in deinem guten Dorfladen. Und Ottos, über 100 Mal in der Schweiz. Ottos.ch